Ein furchtbarer Anblick bot sich dem Notarzt, den Rettungskräften des BRK, der Polizei und der Feuerwehr, als sie nach wenigen Minuten nach der Alarmierung kurz nach 15 Uhr an der Unfallstelle ankamen. Zwei durch den frontalen Aufprall total zerrissene Autos und zwei Personen, die geborgen werden mussten. Ja, die Feuerwehr wurde jetzt auf die B12 zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Eine Person war eingeklemmt, musste von der Feuerwehr mit Rettungsspreizer befreit werden. Es waren die Feuerwehren Straßkirchen, Groß-Tannensteig, Leo Brechting, Hutturm und Hützdorf, Büchelberg an der Einsatzstelle. Der 55 Jahre alte Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle in seinem PKW. Die 44 Jahre alte Frau des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Also wie es ausschaut, ist ein 55-jähriger BMW-Fahrer, der ist auf der B12 in Fahrtrichtung Passau unterwegs gewesen. Ist dann aus einer bis jetzt unerklärlichen Ursache ist er nach links im Begegnungsverkehr reingekommen und ist dort frontal mit einer 44-jährigen Dame, einer Scooterfahrerin, zusammengestoßen. Der Unfallverursacher, der 55-jährige BMW-Fahrer, der ist noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Warum der Unfallverursacher, der kurz vor Gringell bei Hutter mit seinem BMW von der einspurigen Fahrbahn Richtung Passau auf die zweispurige Gegenfahrbahn kam, muss sein Sachverständiger noch genau klären. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der PKW der entgegenkommenden Autofahrerin durch den Aufprall auf die Leitplanke geschleudert wurde. Die Geschädigte ist schwer verletzt ins Klinikum Passau gekommen. Wir haben daraufhin die Staatsanwaltschaft Passau verständigt. Die hat daraufhin ein Gutachten angeordnet. Wir haben jetzt beide Autos dann sichergestellt. Da wird vielleicht noch ein Gutachten erstellt. Und Näheres müssen dann die Nachermittlungen ergeben. Die B12 war über Stunden gesperrt. Die Feuerwehren sorgten für die entsprechenden Umleitungshinweise. Die Straßenverhältnisse waren zum Unfallzeitpunkt weder glatt noch vom Schnee bedeckt. Weitere Ermittlungen über den Unfallhergang dauern noch an.